ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Pressekonferenz zum Thema Schwarzbau der Stadtautobahn 100 hinter dem Hafen Treptow, verbunden mit einem Fragezeichen. Das möchten wir heute klären. Im Anschluss wird es einen Fototermin geben mit der Besichtigung der 100-Baustelle. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich möchte die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Anwohnerinnen und Anwohnerinitiative 100 Treptow begrüßen und von Aktionsbündnis 100 Stocken. Sie werden heute Beiträge hören von Lilian Potthoff, das ist die Sprecherin der Kulturwerkstätte Moos, von Bernd Kalweit, er ist Aktivist der Anwohnerinnen und Anwohnerinitiative 100 Treptow, und mein Name ist Tobias Trommer. Ich werde Sie heute durch die Veranstaltung führen. Ich bin Gründer des Aktionsbündnis 100 Stocken. Zum Ablauf nach den Beiträgen wird es eine Möglichkeit für Fragen geben. Dabei werden wir zuerst die Presse- und Medienvertreter sozusagen, die Anwesenden also erst die Möglichkeit geben. Und wir denken, dass wir das in einer halben Stunde sozusagen geschafft haben. Wir wollen also Sie nicht zu lange mit Ihrer Zeit strapazieren. Danach gibt es die Möglichkeit für einen Fototermin. Da werden wir zum Parkcenter Treptow gehen und dort haben wir eine Stelle ausgekundschaftet, wo man einen perfekten Blick auf die Baustelle hat. Und für die ganz Harten unter Ihnen können wir auch noch mit der Ringbahn eine Kurzexkursion machen, weil nämlich von der Ringbahn aus hat man den besten Blick auf die 100-Baustelle. Ja, dann möchte ich das Wort an Lilian Potthoff übergeben von der Kulturwerkstätte Moos. Bitte schön. Hallo, ja, herzlich willkommen in der Kulturwerkstätte Moos. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle hier sind. Ich selber bin eine zukünftige Bewohnerin hier vor Ort. Das Moos ist ein Ort im Entstehen. Wir sind ein urbaner Produktions- und Kreativstandort. Hier wird letztendlich ein Drittel Wohnen, ein Drittel Gewerbe und ein Drittel Öffentlichkeit sein. Öffentlichkeit heißt unter anderem Restaurants und Kitas. Wir wollen aber auch ein Ort sein für Nachbarn, für die gesamte Umgebung hier. Deswegen freuen wir uns auch, Gastgeber zu sein hier heute. Wir sind Teil der Anwohnerinitiative Treptow. Hier ist gerade wirklich sehr viel im Stehen. Es ist, wie wir sehen, ein Ort im Aufbau gerade. Wir schaffen auf jeden Fall Lebensraum, Infrastruktur für den Kiez und sind jetzt von der Infrastruktur uns herum sehr natürlich beeinflusst durch diesen Bau der Autobahn, der hier kommen wird. Ich selber bin zukünftige Bewohnerin hier. Ich werde dem Lärm, dem Auspuff komplett ungeschützt ausgeliefert sein, wie viele andere hier auch. Es ist kein Schutz, so gut wie kein Schutz vorgesehen. Es gibt Schutz für Fledermäuse, für uns nicht. Das geht uns was an, das geht alle anderen hier auch an. Es geht gar nicht. Es ist so, dass grundsätzlich Autobahnen und genauso wie Atomkraftwerke so gestaltet werden, dass wir möglichst wenig mitreden können. Das ist natürlich mit gutem Grund so gemacht, denn wir haben natürlich alle was dagegen. Es ist letztendlich so, da wird es gleich noch sehr ausführliche einen Vortrag dazu geben. Es ist. Wie bitte? Ja, genau, das wird alles gesagt. Auf jeden Fall, wir halten uns für schützenswert, wir halten uns für wichtig. Wir sind hier nicht nur als Kulturstandort relevant, wir sind genauso wie viele andere auch, sind wir das, was Berlin ausmacht. Es kann nicht sein, dass die Stadt ausverkauft wird. Es kann nicht sein, dass Kulturstätten es so schwer haben. Also sind hier Baumaßnahmen, die durchgeführt werden, die völlig gestrig sind, die eine autogerechte Stadt schaffen wollen. Ich glaube, ich kann übergeben zu Bernd Kalweit. Nochmal hier zurück. Ja, genau. Also ich werde das dann weiter durch die Veranstaltung führen und ich möchte kurz was zur Beteiligung sagen. Wir haben da ein paar Punkte aufgelistet, was eine gute Bürgerbeteiligung macht. Ich sage es mal ganz in Kurzform. Die unterste Stufe ist die Information. Die zweite Stufe ist die Diskussion, dass man eben halt mitreden kann. Die dritte Stufe ist, dass man auch eingebunden wird, also die Partizipation. Und die vierte Stufe, die wünschenswert wäre, dass man auch mitentscheiden kann. Ich sage jetzt ganz kurz was, wie es gelaufen ist mit dem Bauabschnitt der 100. Sie können ja mal überlegen, welche Stufe wir dabei erreicht haben.
Es gab eine sehr lange Planungsphase bei diesem Abschnitt von Neukölln nach Treptow. 1992 wurde dieser in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen und im April 2009 gab es für 4 Wochen Einsicht in die Planungsunterlagen. Also ungefähr 17 Jahre nach dieser Planungsphase gedauert. Und 2500 Menschen haben ungefähr Einwendungen geschrieben. Sie waren jedoch nahezu wirkungslos. Es gab also bis dahin keine echte Bürgerbeteiligung. Das Interesse in dieser Zeit an Informationen war riesig. Informationen vom Senat für Anzeige. Wir haben dann selbst zahlreiche Informationsveranstaltungen organisiert. Die Räume waren jedes Mal brechend voll. Jedes Mal haben wir Vertreter vom Senat eingeladen. Jedes Mal sind sie nicht erschienen. Die Karten der Planer mit den Zahlen für die Prognose der Verkehrsbelastung nach dem Autobahnbau, die reichten nur bis Treptow. Aber die durch den abfließenden Verkehr in Friedrichshain verursachte Mehrbelastung wurde unterschlagen und erst auf unseren Druck hin veröffentlicht. Bei der Erörterung 2009 mussten dann die Autobahnplaner zugeben, dass die Verkehrsbelastung ganzer Stadtviertel durch den Ausbau steigt und damit auch Stau, Dreck, Abgase und Lärm. Um den 16. Bauabschnitt durchzusetzen, wurde damals argumentiert, dass dieser Bauabschnitt für sich eine verkehrliche Wirkung erzielt, also eine Entlastung. Heute wird genau andersherum argumentiert, dass nur dieser zusammen mit dem 17. Bauabschnitt bis zur Storkower Straße funktioniert, damit der durch den 16. Bauabschnitt nach Treptow erzeugte Stau abfließen kann. Bei der Nutzen-Kosten-Rechnung wurde ebenfalls auch schön gerechnet, denn es wurde nicht berücksichtigt, dass natürlich dann mehr Leute mit dem Auto fahren und weniger mit der S-Bahn und der VBB, also das Land Berlin, hat natürlich dann weniger Einnahmen und das eben halt ständig. Im Mai 2009 stimmte die Berliner SPD gegen dieses unmenschliche Betonprojekt und damit gegen ihren eigenen damaligen Bürgermeister Bovereit. Die Berliner Linken zogen nach und es stand 2-0 gegen die Autobahn. Das passte Bovereit nicht. Er setzte seine Genossinnen und Genossen unter Druck und erzwang 2010 wieder einen Landesparteitag der SPD eine ganz knappe Mehrheit für die Autobahn. Es wird also so lange abgestimmt, bis das Ergebnis den politischen Entscheidern passt. Und müsste Berlin die Autobahn selbst bezahlen, würde niemand auf diese verrückte Idee kommen, weil es nämlich das Land Berlin nicht bezahlen könnte. Wir klagten damals mit dem Bund vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das Ergebnis, die Anschlussstelle am Treptower Park darf kein Präjudiz, also kein Vorentscheid zum Weiterbauen sein. Immerhin konnten wir 2 Wohnhäuser mit 6 Gebäuden vorerst retten, solange also nicht weitergebaut wird. Und damit übergebe ich sozusagen an Bernd Kalweit, weil genau an dieser Stelle, denke ich, steigst du in deinen Vortrag rein. Ja, vielen Dank, Elias. Erstmal möchte ich alle im Raum ganz herzlich begrüßen, dass Sie zu unserer Veranstaltung, unserer Pressekonferenz gefolgt sind. Ich hoffe jetzt im Stillschweigen noch ein bisschen, dass 1-2 Leute von der Presse wirklich jetzt. Ja, ich fahre uns die Bänke frei, das ist klar, das sind zu sehen. Dass 1-2 Leute von der Presse wirklich anwesend sind. Wir werden natürlich die Dinge auch kommunizieren, die wir heute haben, aber die Intention war schon ein bisschen auch zu zeigen, auf welche öffentliche Aufmerksamkeit diese Geschehnisse stoßen, mit denen wir es zu tun haben. Ganz kurz zu meiner Person noch. Mein Name ist Bernd Kalweit, wurde gesagt. Ich bin eigentlich langjähriger Treptower Anwohner, in gewisser Weise mit Unterbrechungen seit meiner Kindheit und bin mit dem Kiez extrem verwachsen und habe, sagen wir mal, sehr viel Herzblut, dass dieser Teil Berlins, der ein ganz eigenes, originäres Gepräge hat, in seiner Struktur, in seinem Wesen erhalten bleibt. Und die jetzt gebaute Autobahn, die wird die Dinge nachhaltig verändern. Darauf werde ich in meiner kurzen Präsentation eingehen. Die Leute wurden vorgestellt. Was möchte ich heute mit Ihnen besprechen? Und zwar, ich beobachte permanent das Baugeschehen im 16. Bauabschnitt. Teilweise darf dieser Abschnitt gebaut werden. Der Tobias Lommler hat uns ja schon darüber informiert, dass 2010 ein Planfeststellungsverfahren gelaufen ist und ein Planfeststellungsbeschluss erlassen wurde, dass dieser Autobahnabschnitt nach Treptow gebaut werden darf.
mit Einschränkungen, bis auf einen ganz bestimmten Bereich, darauf werden wir im Detail zu sprechen kommen, in dem noch nicht gebaut werden darf, wo kein Baurecht besteht. Und ich musste mit Erschrecken feststellen, im März, selbst ich, sagen wir mal, als jemand, der die Sache intensiv verfolgt, habe mich da ein bisschen täuschen lassen, dass hier ohne Baurecht, ohne Genehmigung einfach kühn schon gebaut wird und alle demokratischen Prozesse brutal ausgebremst werden auf die Art und Weise. Das können wir uns gemeinsam ansehen. Des Weiteren will ich mit Ihnen darüber sprechen, wie soll denn der Autobahnabschnitt hier aussehen, der hier geplant und gebaut werden soll, und was hat das für Sie für Konsequenzen? Ja? Das ist, denke ich mal, auch ein zentraler Punkt, weil dort Ihre Interessen nachhaltig berührt werden. Und wir müssen versuchen, alles noch zu unternehmen, um dort Sand ins Getriebe zu werfen, um, sagen wir mal, diese brutale Form der Realisierung, also den politisch Verantwortlichen in den Arm zu fallen und sie aufzumischen und Protest zu machen. Das ist für meine Gruppe wirklich notwendig. Ich will Ihnen kurz vorstellen, welche Antworten die Politik zu dem Thema Autobahn öffentlich geäußert hat und was wir im Planfeststellungsbeschluss, der mittlerweile erlassen worden ist für diesen Bauabschnitt, der noch in der Diskussion stand, was in dem Planfeststellungsbeschluss steht. Des Weiteren will ich kurz sagen, was wir versucht haben als Anwohnerinitiative, teilweise gemeinsam mit AM100 Stoppen und mit Moos zum Beispiel, mit der Kulturwerkstätte Moos, um die Öffentlichkeit und die Politiker vor allen Dingen aufmerksam zu machen auf die Misere, die hier geplant wurde, und uns zu helfen, sagen wir mal, noch zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. In dem Zusammenhang, dann will ich kurz was sagen zum sogenannten 17. Bauabschnitt, den Weiterbau, den der Tobias Dommler schon angesprochen hat, was der für Treptow bedeuten wird. Und zum Schluss können die Presseleute natürlich auch Sie kurz Fragen stellen, dass wir die vielleicht gleich beantworten können. Hier ist nochmal im sogenannten Big Picture im Zusammenhang dargestellt der gesamte sogenannte 16. Bauabschnitt. Der beginnt am Autobahndreieck Neukölln. Hier ist inzwischen ein ganz teures Tunnelsegment ist hier errichtet worden. Warum das dort gemacht worden, erschließt sich mir nicht so richtig. Hier ist richtig Geld versenkt worden. Ich würde sagen, 40-50% der Kosten sind in dem Bereich versenkt worden, die man jetzt hier am Ende einsparen will. Das ist die Realität, mit der wir es hier zu tun haben. Die Autobahn wird weitergeführt in so einer sogenannten Troglage, also in einer tiefer gelegten Version, durch ein Gewerbegebiet und teilweise auch eine Kleingartenanlage, die dort früher bestand. Da wird sie direkt vorbeigeführt. Und wenn sie in Treptow ins Wohngebiet reinkommt, dann geht sie in eine Hochlage. Also da, wo viele Menschen wohnen, geht sie aus der Tieflage raus und geht mitten zwischen die Häuser und, sagen wir mal, ist hier schon angedeutet worden, partiell ohne jeden Schutz. Das gucken wir uns im Detail dann nachher mal an. Hier ist mal dieselbe Sache dargestellt, das kleine Teilsegment, über das wir sprechen, und zwar das Teilsegment, was hier gelb schraffiert ist, wo im Moment noch kein Baurecht besteht, was noch mal neu plan festgestellt wurde. Warum das so ist, dazu komme ich noch. Und zwar ist hier rot markiert der Bereich noch mal genau, der faktisch unter Planungsrecht im Moment ist, wo kein Baurecht besteht. Die noch mal deutlich gekennzeichnet ist hier die Ringbahnquerung, die man hier erkennt, und hier ist die Anschlussstelle am Treptower Parkplatz, wo die Autobahn enden wird und entsprechend rauskommen soll. Damit, falls Presseleute das genau wissen wollen, habe ich diese Folie eingebaut. Die ist aus den technischen Dokumentationen entnommen, nochmal ganz genau aufgezeigt wird, wo beginnt der Planfeststellungsbereich, das heißt, ab wo besteht kein Baurecht. Hier sehen Sie die Kiefoldstraße und kurz hinter der Quere, ja, da darf im Moment nicht weiter gebaut werden. Da darf keine konkrete Bautätigkeit für diese Autobahn ausgeführt werden. Das wurde auch in gewisser Weise eingehalten. Wer in der Kieferstraße ist ja im Moment dort verschwenkt, die Fahrbahn, sich die Sache dort anguckt, enden die Spundwände auch genau an der Stelle, dass man, wenn man die Kieferstraße lang geht und am Treptower Park lang fährt, sehr wohl den Eindruck hat, in der Zwischenzeit eigentlich nirgendwo gebaut.
Das sind wesentlich Erschließungsarbeiten, vorbereitende Arbeiten, das ist erlaubt, die in diesem Bereich stattfinden. Was ich aber mit Erschrecken beobachten musste, Anfang März, war Folgendes, dass genau hier in dem Bereich schon handfest Autobahn gebaut wird. Und zwar, der Ziel ist, man kann es, sagen wir mal, von der Straßenseite nirgendwo einsehen. Hier ist sogar eine Schutzwand gebaut worden, die zeige ich Ihnen bildlich später noch, dass also der Öffentlichkeit das verborgen liegt. Die einzige Stelle, wo man es erkennt, ist, wenn man mit der Ringbahn hier langfährt, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, dass dort massive Bautätigkeit stattfindet. So, hier habe ich Ihnen dasselbe nochmal eingezeichnet in dem vorhin, in dieser Projektion, beziehungsweise in dem Modellbild, was hier erkennbar ist, wo der Treptower Park so schön zu sehen ist und die, das Parkcenter in Treptow und die entsprechende Wohnbebauung, wo die Stelle ist, wo praktisch schon gebaut wird oder noch nicht gebaut werden darf, die hier gekennzeichnet ist. So, wenn man mit der Ringbahn vorbeifährt, kann man, sagen wir mal, gut erkennen, diese Spundbände, die hier in die Erde gerammt sind. Und hier sieht man schon eine betonierte Fläche. Das ist das sogenannte Tragbauwerk. Also eine Autobahn besteht aus mehreren Schichten, die aufeinander gebaut werden. Das ist im Grunde genommen schon die Grundsohle, die betonierte Grundsohle, wo die Autobahn aufgebaut wird. Und die ist natürlich von den Konstruktionsunterlagen so gebaut, dass sie faktisch dem Projekt, was der Projektbetreiber plant, logischerweise entspricht. Sonst könnte man hier nicht schon betonieren. Mit anderen Worten, wenn beim Bundesverwaltungsgericht Klagen eingereicht werden, ja, und Einsprüche eingelegt werden, bis zum 23. Mai ist das möglich, bis zum 23. Mai jetzt 2018, dieses Monats, werden hier vollendete Tatsachen geschaffen. Nehmen wir mal, würde feststellen, dass hier ein massiver Formfehler oder Ähnliches begangen wurde, dann sehen die demokratischen Prozeduren vor, dann ist ein Baustopp, dann darf nicht weitergebaut werden, weil man eventuell die Ausführung Änderungen vorgenommen werden müssen, weil so das nicht genehmigt ist, weil da Fehler drin sind. Und diese Möglichkeit wird jetzt vollkommen genommen, weil hier schon gebaut wird nach Planungen, die überhaupt noch nicht immer mal gesetzlich verabschiedet sind. Das ist ein eklatanter Verstoß, wenn Sie zu Hause in Ihrer Laube oder so praktisch einen illegalen Anbau machen, müssen Sie abreißen. Ja? Ohne Wenn und Aber. Und hier baut die öffentliche Hand, der Bund, einfach quer ins Gelände, so wie ihm gerade lustig ist. Hier ist dieselbe Seite mal aufgenommen vom Parkcenter. Sie sehen ganz deutlich, hier kann man es nicht so genau erkennen. Ursprünglich hatte ich gedacht, die Kräne, die sind im Zusammenhang praktisch mit der neuen Ringbahnlösung, die erforderlich ist, wenn die Autobahn überbrückt werden soll. Diese Bauarbeiten wären grundsätzlich genehmigt gewesen. Dass das damit zusammenhängt, deswegen habe ich auch diese Aktivitäten der Kräne praktisch falsch beurteilt und nicht richtig eingeschätzt. Und hier ist ein Bild direkt von der Baustelle. Und der Herr Neumann von der Berliner Zeitung hatte auf unsere Ankündigung der Pressemitteilung am Montag an Herrn Trommer geschrieben. Herr Trommer hat es mir weitergeleitet. Ich habe dann mit ihm telefoniert, dass er für die Senatsverwaltung gesprochen hat und gefragt hat, ist hier ein Schwarzbau? Die erste Antwort war, auf gar keinen Fall, in diesem Bereich wird noch nicht gebaut, war die Antwort. Dann hat er wieder angerufen, nachdem ich mit ihm telefoniert habe, ihm den Sachverhalt erklärt habe. Und in dem E-Mail, ich habe gestern Abend einen Lachanfall gekriegt, wurde geantwortet, da wird nur eine Baustraße erstellt. Da habe ich ihm sofort das Bild zurückgeschickt, ob denn eine Baustraße so aussieht. In der Baustraße so eine Breite hat, wo irgendwie vielleicht da irgendwelche Baggerfahrer so langfahren. Hier nochmal die rechtliche Grundlage, dass wirklich nicht gebaut werden kann. Und zwar, wir hatten zwischendurch in Erklärung auch eine Irritation, wir sind ja nicht auch mit Anwälten im Gespräch. Darf wirklich im Moment noch nicht gebaut werden. Ich war bei der Anhörung, als die Projektunterlagen zum Planfeststellungsbeschluss ausgelegt wurden, in der Senatsverwaltung in Berlin, habe die Leute gefragt nochmal, darf jetzt schon gebaut werden? Nein, auf gar keinen Fall. Auf
kein Baurecht, die darf noch nicht gebaut werden. Im Planfeststellungsbeschluss sehen wir genau diese Formulierung, die sogenannte materielle Ermächtigung für die Planfeststellung ist § 17 Satz 1 Bundesfernstraßengesetz. Danach dürfen Bundesfernstraßen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt worden ist. Punktum. Und das ist noch nicht der Fall. Ja? Also ein eklatanter Regelverstoß, mit dem wir es hier zu tun haben. Jetzt möchte ich überleiten. Also wir haben, sagen wir mal, hier eine extreme Regelverletzung. Und das war für uns auch ein bisschen der Anlass, die Presse anzulocken, dass hier unser einziges Thema, dass wir auch mal die Chance haben, darauf aufmerksam zu machen. Moment, ich muss Schluck trinken. Darauf aufmerksam zu machen, in was für einer schäbigen Weise das Projekt dann hier eigentlich realisiert werden soll. Und darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Und ich finde, das ist auch noch nicht Ende der Fahnenstange. Also selbst wenn heute jetzt, sagen wir mal, noch nicht genug relevante Presse anwesend ist, wir müssen da noch Terror machen, wir müssen an der Stelle auch dranbleiben, das kann so nicht sein. Lassen Sie mich einen kurzen Exkurs machen, wie die ganze Sache entstanden ist. Tobias Brommer hat ja vorhin schon erzählt, dass im Jahr 2008 das Planfeststellungsverfahren eröffnet wurde, dass die Autobahn bis Treptow gebaut werden sollte. Im Jahr 2010 gab es den entsprechenden Planfeststellungsbeschluss und da ist dieses Modell vorgeschlagen worden. Die Autobahn kommt hier aus Neukölln, hier ist die Ringbahnquerung, zieht rüber von Süd nach Nord nach Treptow und endet hier am Treptower Park. Und Sie sehen hier den Autobahnkörper, der hier etwa geendet hätte. Konsequenz wäre gewesen, dass man an der Beermannstraße diese Wohnblöcke abreißen müsste, weil die im Wege stehen, wie die Autobahn so gebaut worden wäre, gebaut wird. Daraufhin hat das Land Berlin, weil das Bundesverwaltungsgericht hat dort immer mal gedroht und hat gesagt, das kann eigentumsrechtliche Probleme geben, weil wenn ihr nur bis Treptow bauen wollt, einstweilen, können die Häuser stehen bleiben. Da braucht er den Platz nicht. Hat das Land Berlin einen ganz hervorragenden Vorschlag eingereicht, den wir auch in unserem Einspruch damals unterstützt haben, dass die Autobahn am Trogende, das ist, wo sie aus der Tunnelebene ebenerdig rauskommt, ja, also wo die Tieflage beendet wird, eine sehr kostensparende Lösung nebenbei. Das hätte faktisch den Bauprojektbetreiber wesentlich weniger Geld gekostet und zum Treptower Park nur die Zufahrtsstraßen gebaut worden wären zu dem Endstück der Autobahn zum Anschluss. Es hätte nebenbei die Wirkung, die positive Wirkung, dass die Bahndämme, die hier sind, für die Anwohner auf der Ostseite mit einem natürlichen Schutz darstellen. Ja? Das wäre, sagen wir mal, bei dieser Lösung der Charme gewesen. Sie sehen hier auch grün eingezeichnet die Schallschutzwände, damit die Anwohner auf der Westseite, sprich Beermannstraße, Elsenstraße, Kieferstraße, entsprechend geschützt werden von der neuen Verkehrsader. Dem Projektträger hat es aber nicht genügt. Die Bauleute wollten gerne weiterbauen. Und zwar perverserweise bis auf 15 Meter an die nicht abgerissenen Häuser ran. Dieser Block ist ja stehen geblieben. Ja? Und die Autobahn soll jetzt so errichtet werden, dass der Autobahnkörper weitergezogen wird, bis, sagen wir mal, unmittelbar an die Häuser. Und hier auch vollständig mit Schallschutzwänden auf der Westseite ausgestattet wird. Im Gegenteil, ursprünglich sollte die Lücke offen bleiben zwischen der Ausfahrt oder Einfahrtrampe 1 und dem Autobahnkörper. Das hat man jetzt auch noch beschlossen, um, sagen wir mal, hier auf der Seite die Anwohner etwas mehr zu schützen. Man hat sogar das Ergebnis des Anhörungsverfahrens, ist im April 2016 gewesen, auf der Seite die Wände, die Schutzwände von 6 auf bis zu 9 Metern erhöht. Ja, ursprünglich sollten hier 6 Meter Schutzwände gebaut werden, mittlerweile werden hier 9 Meter Schutzwände gebaut. Jetzt werden Sie sich fragen, und was passiert denn bitte schön auf der Ostseite? Und da lesen Sie gar nichts. Nothing, niente. Also wenn die Autobahn aus der Brücken, die Brückenunterführung, muss man sich vorstellen, ist die so ein bisschen eingetönt, ein kurzes Stück. Ja? Wenn die da rauskommt, auf der Ostseite ist freie Bauweise, wie Sie es aus West-Berlin in den 60er und 70er Jahren kennen.
als die Aulenbereich der Stadt Ziel aller Wertvorstellungen war. Und da hat man halt so gebaut. Da fand man auch geschickt und da musste man in dem Sinne nichts weiter machen. Alle Bauprojekte, die nach der Wende oder nach der Wiedervereinigung gebaut wurden, in ganz Berlin, und zwar alle zentralen Verkehrsprojekte, einschließlich Bundesstraßen. Spindlersfeld ist so ein Beispiel, ja, wer sich in Berlin ein bisschen auskennt. Nach Bönau, diese Querverbindung über die Spree, da sind die entsprechenden Abschnitte mindestens mit beiderseitigen Emissionsschutzwänden ausgestattet. Nicht so hier in Treptow. Hier gibt es eine ganz perfide Begründung, kommen wir noch dazu, dass man das hier querseitig weglässt und nicht machen will und nicht haben möchte. Das wird jetzt besonders prekär unter dem Gesichtspunkt, wenn man sich ansieht, wie der Autobahnverlauf sein soll. Und da gehen dann wirklich die Schnürsenkel auf. Die ursprüngliche Variante war so, dass die Autobahn aus der Erdlage rauskommt und ebenerdig etwa zum Treptower Park nach vorn gezogen worden wäre. Sie sehen hier die Bahndämme. Im vorderen Kopfstück, wo die Mattestraße früher war, da haben Sie ein Stützbauwerk, also eine Betonwand, und dahinter ist das bloß ein aufgeschütteter Damm. Ne? So ist das Profil. Und die Autobahn zieht in der Gradiente, so nennt sich der Fachbegriff, praktisch im Höhenprofil, hoch bis fast auf Bahndammhöhe. Das heißt, die Schadstoffe und so weiter, die hier erzeugt werden in dem Bereich, wenn auf der Ostseite, wie wir gesehen haben, keine Wand gebaut wird, können sich alle ungehindert in Richtung Osten ausbreiten, je nach Wetterlage und Konstellation. Das ist die Sache. Also hier wird eine Rampe und ein Hügel in die Landschaft gebaut, der vollkommen sinnlos wäre. Lassen wir uns mal folgende Situation vorstellen. Der 17. Bauabschnitt kann doch nicht gebaut werden, er wird nicht gebaut, weil der wird ja über 1 Milliarde kosten. Weil da am Ostkreuz Doppeltunnellösungen, gigantische Lösungen her müssen, die geplant sind. Als wir bei Herrn Kirchner waren, Julia war im Prinzip zum Beispiel auch mit dabei, und von der A100, Heidi, da haben wir mit ihm darüber geredet, könnte man, wenn man das denn so bauen will unbedingt, die Sache nicht so machen, da wir in Treptow in der Kieferstraße 7 Meter tief von der Erde sind, dort einen Tunnel beginnen und den Tunnel bis Ostkreuz gleich fortsetzen. Beim Ostkreuz müssen wir eh in den Tunnel rein. Hat der Kirchner auch gesagt, findet er toll die Idee, eigentlich gar nicht schlecht, muss aber noch diskutiert werden. Ist natürlich abgelehnt worden, diese Lösung. So, möchte ich noch zeigen, was wird, wenn denn der 17. Bauabschnitt kommt oder käme, was das bedeutet. Jetzt ist es ja so, dass wir hier zum Treptower Park das Endstück haben. Ja? Wenn der 17. Bauabschnitt da ist, dann wird man hier weiterfahren dürfen. Jetzt ist es so, dass man hier 50 bzw. 60 fahren darf in dem Endsegment. Wie die Leute wirklich fahren, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber was als Richtgeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit erlaubt ist. Wenn man weiterfahren darf, wird die Geschwindigkeit 80 km/h sein, wie es für Stadtautobahnen typisch oder üblich ist. Praktisch werden natürlich einige Leute 100 plus fahren. Ja, an der Stelle nicht jeder, aber pro Stunde so 10 Freunde mindestens werden wir haben, die dann 100 plus mal ranfahren und manchmal auch nicht die leisesten Motoren haben oder so. Das heißt, die Belästigung, die wird eklatant in dem Zusammenhang nochmal zunehmen. Wenn man jetzt glaubt, dass, sagen wir mal, dann eine Schutzwand dahin kommt, dann hat man mit Zitronen gehandelt, weil die Projekte, dieser Bereich, der jetzt hier gebaut wird, in Treptow, dieser Hügel, diese Rampe, der soll so gestaltet werden, dass möglichst später so wenig Umbauten wie möglich erforderlich sind. Ja, das ist die Planung und Zielstellung, die man sich mit der Geschichte vorgenommen hat. Hier nochmal ein Bild, dass man eine Vorstellung bekommt, wie zum Beispiel in den Hofkessel, Häuser am Treptower Park und Moosdorfstraße. Das ist eine Kessellage. Wir haben hier den 5 Meter hohen Bahndamm im Rücken und die Häuser rundherum. Ich habe das mal Deswelly genannt. Das ist richtig, bei bestimmten Wetterlagen, die wir oft haben, aus dem Westen die Winde kommen, das bläst den ganzen Dreck, die Schadstoffe ein, weil hier im Prinzip keine natürliche Schwelle mehr ist. Deswegen insistiere ich auch bei diesen Schutzwanddiskussionen, in den technischen Gutachten wird immer von der Lärmschutzwand gesprochen und das wird strikt getrennt vom anderen Emissionsschutz. Ich nenne das Emissionsschutzwand aus gutem Grund, weil so eine Wand, die hat auch positive Nebenwirkungen. Die mindert natürlich die Schallbelästigung der Leute, die betroffen sind, aber wenn Sie sich vorstellen,
gerade die Feinstäube, die durch Radabrieb und Bremsvorgänge entstehen, die werden im unteren Bereich der Straße erzeugt. Und wenn ich dort eine Schutzwand daneben habe, fällt ein Großteil der Schadstoffe aus in dem Bereich zwischen den Schutzwänden. Wenn ich da keine Wand habe und der Wind bläst, bläst schön die Sachen in die Landschaft. Das habe ich auch, sagen wir mal, explizit andiskutiert, aber sie haben versucht, das immer so wegzudrücken, so nach dem Motto, ja, so schlimm ist es da nicht und das ist minimal, was wir zu rechnen haben. In Ihrem Planfeststellungsbeschluss steht allerdings ein Satz drin, da hat sich ein Anwohner auf der Westseite beschwert, dass die Wand immer noch nicht hoch genug ist und da schreiben Sie, ja, Luftschadstoffe, das ist ja auch nur geschützt, weil die Wand ja so hoch ist. Also auf der Westseite schützt es, aber auf der Ostseite spielt es keine Rolle. Das ist die Logik, die hier dem hinterliegt. Und ich bin nochmal gebeten worden, eine zweite Folie reinzunehmen, dass nicht nur hier dieser Wohnhof betroffen ist. Also wenn die Windlagen entsprechend sind, sind auch Hans-Thoma-Straße, Objekt Moos, all diese Bereiche hier sind natürlich von diesen Emissionen genauso betroffen. Ja, weil die Autobahn in der Ebene 1 dort in Hochlage langläuft, ohne ein 6,5 Meter hoher Federbeschuss. Das hast du ja schon erwähnt. Das ist das Einzige, was hier geplant ist. Als ich vorige Woche in der Senatsverwaltung war, war der passende Mitarbeiter, der dieses Projekt betreut hat, im Urlaub, habe ich die vertretene Kollegin, die nicht ganz eingearbeitet war in das Projekt, gefragt, sagen Sie mal, das Stützbauwerk Rinn 07, das Stützbauwerk auf der Seite hier, wo die Ausfahrt im Osten ist, das ist ja so konstruiert, dass da im Moment ein Fledermausschützzaun draufgeschraubt wird. Ist denn dieses Stützbauwerk tragfähig, dass man später auch da mal eine Wand draufbauen könnte? Wenn irgendein Gutachten ermittelt, wenn wir den 17-Bauabschnitt bauen sollten, haben wir doch mehr Verkehr. Mittlerweile hat der Verkehr auch sogar zugenommen, vielleicht in Berlin. Das heißt, wir würden dann vielleicht doch erwägen, dort eine Wand hinzubauen. Ist denn das Stützbauwerk so gebaut worden, dass es überhaupt so eine Wand tragen könnte? Konnte mir nicht beantwortet werden. Ja? Wusste die Kollegin nicht, da bin ich jetzt leider nicht genügend im Thema. Das nur mal zum Beispiel Transparenz. Und das geht aus den Projekt- und Dokumentationen auch nicht hervor, ja? Dass das gegeben ist. Abgase und Feinstäube kennen keine Richtung, sie werden vom Wind überall hingetragen und laut wird es natürlich auch. Ne? Wenn der Wind den Schall rüberträgt, wird es auch an bestimmten Tagen, wenn der Wind entsprechend gut steht, schön laut werden in diesen Bereichen, betroffenen Bereichen. Jetzt möchte ich Ihnen kurz vorstellen, was die Politik zu den Themen sagt. Du hast es vorhin schon angesprochen, Tobias. Mit der Koalitionsvereinbarung der rot-rot-grünen Senat steht, die Koalition wird in der Legislaturperiode keinerlei Planungsvorhaben bzw. Planung für den 17. Bauabschnitt durchführen. Der 16. Bauabschnitt enthält einen Abschluss am Treptower Park. Dieser wird so gestaltet, dass er kein Präjudiz für den Weiterbau der 100 darstellt. Das steht in der Koalitionsvereinbarung von diesem Senat, der im Moment die Verantwortung hat für den Planfeststellungsbeschluss, der gerade jetzt kürzlich am 16. März erlassen wurde. Jetzt gucken wir mal in den Planfeststellungsbeschluss rein, wie die Herren Politiker ihre eigene Proklamation umgesetzt haben. Damen und Herren Politiker, Entschuldigung, Frau Winter ist in der Senatorin. Im Planfeststellungsbeschluss steht drin, weitestmögliche Herstellung der Trasse und der Rampen für den Endzustand, klingt so wie Endsieg, sowie Minimierung der Errichtung baulicher Sondermaßnahmen, in Klammern Provisorium, mit Blick auf die künftige Verlängerung der Bundesautobahn 100. In einem weiter dahinterliegenden Abschnitt steht Verlängerung der Hauptfahrbahn in Richtung Anschluss am Treptower Park, einschließlich Ausbildung der für die Verlängerung im 17-Bauabschnitt notwendige Höhenlage. Was darunter zu verstehen ist, habe ich Ihnen erläutert. Also das ist die Antwort, wie faktisch der Senat seine eigenen Beschlüsse umsetzt. Sicher, das Verfahren ist schon zu Zeiten des alten Vorgängersenats aufgesetzt worden. Das ist sicher richtig. Aber für mein Selbstverständnis, hätte die politische Reichweite und Kompetenz der Senatsverwaltung für Verkehr, die von den Grünen gehalten wird, durchaus zugelassen, hier nochmal eine Modifikation vorzunehmen. Das wäre in meinem Verständnis möglich gewesen. Ist aber keinerlei Anstrengung in der Richtung erfolgt. So, was sagt der Bund? Die Bundesregierung ist ja erst
im Januar, also Januar, Februar, beziehungsweise März dieses Jahres konstituiert wurden. Und da gibt es ja auch eine Koalitionsvereinbarung, was die politischen Schwerpunkte unserer neuen Bundesregierung sind. Zumal man ja wissen muss, die Baurealisierung der Autobahnen ist ein Bundesprojekt. Das Land Berlin macht zwar nach derzeitiger Rechtslage, es wird sich später ändern, ist ein anderes Thema, die Projektierung, aber der Bund realisiert es. Also der Bund ist nach voller Verantwortung. Der Bund, der Vereinbarung steht, Lärm ist in unserem dicht bevölkerten Land ein großes Problem. Den durch Mobilität verursachten Lärm wollen wir deutlich reduzieren. Wir werden die Bürger frühzeitig bei Verkehrsprojekten beteiligen und eine Gesamtlärmbetrachtung, ganz wichtiger Punkt für uns hier in Treptow, einführen. Wir werden ein verkehrsübergreifendes Lärmkonzept erstellen. Wir wollen die ausreichende Finanzierung des Lärmsanierungsprogramms an Bundesstraßen in Baulast des Bundes sicherstellen. Wir wollen bei deutlicher Verkehrszunahme auch an Bestandstrecken der Schiene und an Fernstraßen in Baulastträgerschaft des Bundes flexibel erhöhte Lärmschutzmaßnahmen ergreifen. Wir erleben es. Hautnah und live. Schön, dass ich ein bisschen wie Ihre Vierer, aber das ärgert mich wirklich. Was geht im Planfeststellungsbeschluss zu demselben Thema? Die Abwägung des Vorhabenträgers auf der Ostseite der Anschlussstelle am Treptower Park auf eine lediglich dem Autobahnverkehrslärm zugutekommende geringer wirkende Lärmschutzwand zu verzichten und stattdessen die jeweils betroffenen Emissionsorte mit massiven Maßnahmen zu schützen, hat die Planfeststellungsbehörde erneut nachvollzogen, wir haben ja mehrfach mit Ihnen geredet inzwischen, und kann diese ein weiteres Mal bestätigen, sich selbst bestätigen. Insoweit wird dem emissionsschutzrechtlichen Belang des Einwenders Rechnung getragen und der Einwand zurückgewiesen. Das heißt, wir haben alles getan, wir haben alles geprüft und wir sind aus dem Hockey gekommen. Ein ganz wichtiger Punkt, der vorhin schon mal angesprochen wurde, sogenannte Kosten-Nutzen-Rechnung. Es gibt zwei Verfahren, die sogenannte Unverhältnismäßigkeit, das heißt, sagen wir mal, die Unverschämtheit von Betroffenen, sagen wir mal, zu erwarten, zu verlangen, dass zu ihrem Schutz was getan wird, die kann unverhältnismäßig sein. Ja? Also der Bund, das Land projektieren hier, sagen wir mal, mitten in einen Raum, wo bisher keine Verkehrslärm, keine Verkehrsader war, eine zusätzlich hinzubauen. Und ich sage, das ist aber, hat aber sehr negative Auswirkungen folgen. Das ist vorhin schon sehr schön dargestellt worden. Und das kann unter Umständen unverhältnismäßig sein, dieser Wunsch, davor geschützt zu werden. Und da gibt es zwei Methoden, die sogenannte Kosten-Nutzen-Analyse und die Gesamtlärmbetrachtung. In Treptow hat man hier auf der Ostseite von der sogenannten Gesamtlärmbetrachtung Gebrauch gemacht. Da heißt es, das Ergebnis einer Gesamtlärmbetrachtung kann die Unterhaltsunverhältnismäßigkeit einer aktiven Schutzmaßnahme mangels Wirksamkeit begründen, wenn an einer schutzbedürftigen Bebauung mit Emissionsgrenzwertüberschreitung die Vorbelastung durch Schallemissionen bestehender und keinem erheblichen baulichen Eingriff unterzogener Straßen und Schienenwege so groß ist, dass der Einsatz einer aktiven Schutzmaßnahme an der Baustrecke des planfestzustellenden Vorhabens zwar die anteilige Schallemissionen von dem neu gebauten oder wesentlich geänderten Verkehrsweg mindert, nicht aber zu einer nennenswerten Minderung der Gesamtlärmbelastung führt. Den muss man erstmal verdauen, den Satz. So, und das nächste. Beim gegenständlichen Vorhaben, also unserem hier, ist dieser Fall durchweg auf der Ostseite der 100 gegeben, wo die schutzbedürftige Bebauung jenseits der Bahnanlagen der DB AG liegt und zum großen Teil einer ganz erheblichen Vorbelastung aus dem Schienenverkehr ausgesetzt sind. So nach dem Motto, Sie haben da schon den Dreck, also selber schuld. Das bisschen, was wir hier noch dazu beitragen, vergiss es. Ja, das ist die perfide Logik, die dahinter steht. So, unserer
Aktivitäten, was haben wir getan? Die will ich jetzt nicht im Detail. Sie haben auch eine Möglichkeit, über den A100-Stoppen-Portal sich die Präsentation im Nachhinein nochmal anzusehen oder runterzuladen, wo Sie Dinge nachlesen können. Das Einzige, was vielleicht ein relevanter Punkt ist, wir haben 2015, als das Planfeststellungsverfahren für diesen Jetzt-Abschnitt, der jetzt gerade noch nicht gebaut werden darf, am Endstück zum Treptower Park eröffnet wurde, einen Anwohnereinspruch eingelegt. Einige Anwesende werden hier auch dabei sein, die sich dem angeschlossen haben, dem Einspruch. Und 106 Anwohner haben gegen diese Geschichte damals ihre Meinung geäußert und gestimmt. Und der wurde ja dann auch förmlich behandelt. Die anderen Sachen will ich aus Zeitgründen jetzt mal übergehen. Die können Sie nachlesen, was wir haben mit Politikern gesprochen, haben Briefe geschrieben, etc. BP, ja, also was wir im Detail alles unternommen haben, um hier eine Abhilfe zu schaffen. Viel wichtiger ist, was sind unsere Forderungen aus dem ganzen Gesagten. Die möchten wir Ihnen gerne nochmal vorstellen und auch der Presse einhämmern. Also wenn wir über einen Chat jetzt nochmal feststellen, dass wichtige Presseleute nicht gekommen sind, werden wir sie Ihnen diese Dinge, diese Argumentationen auf jeden Fall nochmal ungefragt nachreichen. Wir hören natürlich nicht mit. Wir fordern sofortigen Baustopp, das ist ja das Mindeste. Also zumindest bis Mitte des Monats, wenn faktisch dieser Planfeststellungsbeschluss, Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, hier gar nicht gebaut werden darf. Das ist eine gravierende Rechtsverletzung, die hier begangen wird. Leider ist der Kontrolleur natürlich der Staat in gewisser Weise selber. Ja, das ist die spezifische Problematik der Sache hier. Und gleichzeitig verursacht. So, des Weiteren fordern wir die Neuplanung und Gestaltung der Trassenführung der Anschlussstelle an Treptower Park. Weil so, wie man es jetzt vorserviert hat, kann man das als Mensch einfach nicht akzeptieren. Und man muss auch den anderen Autobahnfreunden in dieser Stadt sagen, also diese Mindestsolidarität kann man erwarten. Wenn man, sagen wir mal, solche Verkehrsbindungen schon bauen muss, möchte, dann soll man sie in so anständiger Weise bauen, dass, sagen wir mal, die Betroffenen irgendwie auch noch ein einigermaßen adäquates Lebensrecht haben. Ich denke, da gibt es keinen Dissens an dieser Stelle. In dicht besiedelten Räumen und an Verkehrshotspots keine Minimalbarrieren. Genau das ist nämlich hier der Fall. Wir haben hier Bahnlärm, jede Menge, und den Autobahnlärm dazu. Ich will mal meine Sache sagen, wie ich das beurteile. Die Heide Lübeck hat damals, als wir beim Anhörungsverfahren waren, wir noch an die Seite getreten, hat man damals gesagt, fordert doch beides. Das ist eigentlich genau das Richtige. Also eine vernünftige Lösung würde für meine Gruppe so aussehen, an der Autobahn wird selbstverständlich eine Emissionsschutzwand gebaut, in der Standardhöhe 6 Meter. Das ist ein 300 Meter Abschnitt, über den wir hier reden. Ja. Leider kann ich nicht nachrechnen, wie viel das kostet im Projekt, weil diese sind nicht öffentlich. Also die finanziellen Daten eines Bauprojekts sind leider nicht öffentlich. Die kann man nicht nachkalkulieren oder nachvollziehen. Ja. Und dass zusätzlich später die Bahn direkt an der Ringbahntrasse, wo wir die Regionalbahn eröffnet wurden, wo nachts Güterzüge jetzt mittlerweile wieder langfahren, Sie kennen das alles, dass dort auch noch eine Schutzwand gebaut wird. Das wäre eine Lösung, mit der Menschen vernünftig im 21. Jahrhundert leben können. Alles andere darunter ist nicht akzeptabel. Schutzerhaltung der kulturellen Substanz des Wohngebietes am Treptower Park und vor allem des Naherholungsgebiets Treptower Park. Das ist ja, sagen wir mal, ein Berliner Naherholungsgebiet, wenn die Autobahn dort direkt vorbeischrammt. Und stellen wir uns mal vor, ein Treptow geht da durch, auf der Ostseite, wo wir in Höhenlage 1 sind. Da müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Geht das durch, dass die so gebaut wird und da kein Schutzwand ist. Und dann zieht sie am Park vorbei. Und weil es so toll funktioniert hat, dass man neben der Bahnanlage heute eigentlich keine Schutzwand mehr braucht. Wenn man schlitzrohrig das, sagen wir mal, so reinpeitscht in irgendwelche bescheuerten Gutachten, dann wird das vielleicht so weitergemacht. Dann wird das weitervollzogen und der Treptower Park, wo die Leute im Sommer sich erholen, sind in bestimmten Wetterlagen faktisch all diesen Dingen ausgesetzt. Das kann man einfach nicht hinnehmen in der Form. Unsere Mindestforderung ist die Ausstattung der A100 im Bereich Anschluss der Straße am Treptower Park mit Emissionsschutzwänden auch auf der Ostseite. So wie an sämtlichen innerstädtischen Autobahnabschnitten seit der Wiedervereinigung Berlin gebaut wurde. Dabei ist besonders die geplante Hochlage dieses Abschnitts, hatte ich schon gesagt, nochmal zu beachten. So, und als letzte Forderung, beziehungsweise als letzter Punkt, da haben wir gestern Abend nochmal intensiv in der Vorbereitung diskutiert,
nur etwa 25% der Anwohner haben Anspruch auf passiven Schallschutz. Das ist ja die Argumentation, die im Planfeststellungsbeschluss drinsteht. So nach dem Motto, liebe Freunde, ihr kriegt ja passiven Schallschutz. Ist ja viel besser, da seid ihr auch zusätzlich von der Bahn geschützt. Aber wie viel Prozent der Leute betrifft denn das? 25%, 75% sind dem Mist vollkommen ausgesetzt. Die sind ein Dezibel unter den Schwellwerten und die müssen Tag und Nacht den ganzen Dreck ertragen. Das ist die Realität, die dahinter steht. Ja, das kann man nicht laut genug sagen. Wir fordern auch für 75% der wirklich Betroffenen passiven Schallschutz. Wenn schon, denn schon. Ja, also zum Abschluss kurz noch was zum 17. Laufschritt sagen hier, was auch lockernd ist. Hier hat ein Spaßvogel ein Foto gemacht, und zwar ist das von der Sonderlee, wo auch die Umgehungsstraße hier gerade zu sehen ist. Ja. In der Zeit, als die Drucksegmente gebaut wurden, da war die Pumptechnik noch nicht so leistungsfähig, dass die Baugruben abgesoffen. Und da sah das so aus. Und da dachte ich mir, das wäre doch eine schöne Zukunftsperspektive. Den Druckabschnitt der Autobahn zu einem Kanal umwandeln, was haben wir für eine schöne Stadtlandschaft? Ja? Also das ist auch mal eine sinnvolle Nutzung. Zum Schluss nochmal zurück zur Treptow. Was würde es bedeuten, wenn der 17. Bauabschnitt gebaut wird? Und da sind wir natürlich vollkommen auch konform mit den Freunden von der Initiative Rhein-Erstorben. Und zwar, dieser zentrale Kreuzungspunkt, den wir alle kennen, das wird im Prinzip ein absoluter Knotenpunkt werden, auch jetzt schon, wenn die Autobahn hierher geführt wird. Und zwar, wir müssen wissen, die Straße vorne an der Kreuzung, Treptower Park Elsenstraße, da wo man sagen wir mal diesen kleinen Schlenker aus der Mathestraße hat, am Kino vorne vorbei, die jetzt zweispurig ist, da hatten wir uns neulich mit einem anderen Aktivisten bei Rainer Stoppen neulich nochmal einen kleinen Disput gehabt. Ja. Als die Bäume dort gefällt werden müssen, da habe ich gesagt, na, warum müssen die Bäume gefällt werden? Das ist eigentlich genug Platz, die hätten wir doch stehen lassen können, die Platanen auf der Seite, solange nicht weitergebaut wird. Da sagt er, nee, da kommen so viele Spuren hin, dass die Bäume tatsächlich im Weg sind. Da habe ich in die Planungsunterlagen mal reingeguckt und derjenige hatte recht. Und zwar, das wird siebenspurig werden. Die Kreuzung vorne am Parkcenter, die wird siebenspurig werden. Und zwar drei Spuren statt auswärts, Entschuldigung, die wir jetzt schon haben, ja, wenn die Autos langfahren. Und vier Spuren daneben. Und zwar die zwei rechtesten Spuren zum Stadtinneren, wo die meisten Autos langfahren. Eine Spur geradeaus nach Kreuzberg, dass die Kreuzberger auch direkt was von der neuen Autobahn haben, und eine Spur nach links nach Neukölln, ja, dass der Abfluss von der Autobahn in alle Richtungen dort gewährleistet ist und auch Stauraum da ist, wenn die Ampel rot ist vorne, müssen ja die Autos von der Autobahn abfließen. Das bringt mich gleich zu einem anderen Punkt. Das hat man mir gestern auch mal als Empfehlung gesagt, unbedingt thematisieren, dass wir hier in dem Bereich eine permanente Stausituation haben werden. Und unsere amtierende Verkehrssenatorin Regine Günther spricht mir da aus dem Herzen. Die hat neulich in einem Rundfunkinterview gesagt, die schlimmsten Positionen, die schlimmsten Stellen sind die, wo Start-Stopp-Situation ist, wo Verkehr sich durch bestimmte Umstände aufstauen muss. Die müssen beseitigt werden. Und genauso eine Situation werden wir hier haben, in der Waschauer, wenn die Rampe am Treptower Park rot ist, stehen die Autos hier in der Schlange und warten, bis sie abfließen können. Sie blasen hier ihre Abgase in die Umwelt und die dürfen alle zu uns nach Osten rüberfliegen. Interessiert keinen. Ja, das ist die Situation, die uns hier eingebrockt wird. So, nur den 17. Bauabschnitt uns ansehen, der hier mal schraffiert eingezeichnet ist, wird für meine Begriffe in der jetzt projektierten Form eine Katastrophe für alle Treptower Anwohner. Also nicht nur die Richtung Blätterwald, vor allem der ganze Kiez Altreppe. Einige von Ihnen werden wissen, dass hier in den Baulücken vom ehemaligen EAB-Gelände noch große Bauprojekte geplant sind. Hier kommen nochmal hinter Mayans Tower 200 Meter hohe Wohntürme hin. Ja? Ein Hotel. Die Bauvernichtung ist ja die Situation in Berlin im Moment. Ja? Die findet allen Hallen statt. Und dann baut man hier in offener Bauweise hier eine Autobahn dazwischen. Der Bereich zwischen S-Bahn und Treptower Park und Allianz Tower wird eine einzige Betonwüste werden. Da ist kein Grashalm mehr, den wir dort sehen werden. Und jetzt, da
dazu mal das nächste Bild. Das wäre eine Herbstaufnahme gewesen. Der schöne Baumbestand, der jetzt noch ist, sicher ist das nicht die schönste Ecke Berlins, der Bahnhofsvorplatz dort, aber immerhin, ja, das wird alles verschwinden. So müssen Sie sich unter Ihrer Fantasie das mal vorstellen. Das wird hier zu einer einzigen Betonwüste. Und da leite ich jetzt meine letzte Folie über. Ich sagte es bereits, alle Autobahnen im Land Berlin wurden nach der Wiedervereinigung mindestens so gebaut und auch Bundesfernstraßen, dass auf beiden Seiten Emissionsschutzwände waren, wenn die dann in hohen Lagen oder durch die Landschaft gezeigt wurden. Hier habe ich mal einen Abschnitt von der A113, da hat mich der Tobias gestern noch darauf aufmerksam gemacht, das ist ja nicht direkt innerstädtische Autobahn. Das verstärkt das Argument. Hier ist dünn besiedelt und trotzdem hat man so eine aufwendige Bauten gemacht. Und bei uns in Treptow, wo es dicht besiedelt ist, möchte man es nicht, da verzichtet man darauf. Das kann irgendwie nicht wahr sein. Wie pervers ist denn das? Gut, das war jetzt, sagen wir mal, meine Einsprache an die Presse. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Bernd, für deine Ausführungen. Wie gesagt, die Präsentation ist seit heute früh auf der Webseite von dem Aktionsbündnis 100 Stoppen, www.100stoppen.de, downloadbar. Da können Sie das nochmal nachlesen. Und ich möchte Sie auch herzlich einladen, sozusagen bei uns oder in der Initiative Treptow aktiv zu werden. Tragen Sie sich bitte, wenn noch nicht geschehen, vorne in die Listen ein. Dann werden wir Sie in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen und zu unseren Treffen und Aktionen und weiteren Sachen noch einladen. Ja, aus Zeitgründen würde ich jetzt vorschlagen, machen wir jetzt keine Rückfragen mehr. Wir würden uns dann nach der Veranstaltung für die Leute, die noch zu einem Fototermin möchten, sozusagen vor dem Gebäude treffen. Und die Rückfragen können wir dann sozusagen auf dem Weg machen, weil sonst würde das jetzt zu lange dauern. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Kulturwerkstätte Moos für die Gastfreundschaft. Bitte? Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie gekommen sind und wir werden bestimmt nicht das letzte Mal hier sein. Was man in der Zeitung herausgefunden hat, ist das eine Baustraße. Ja. Das hätten Sie auch gesagt. Ja. Ah, ja, das hätte ich dann auch gesagt. Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich haben die Mitarbeiter eine Anweisung bekommen, eine Sprachregelung, ja, was der Presse gegenüber mitgeteilt werden soll. Ja. Das täuscht jetzt auch ein bisschen, der Bahndamm dahinter ist nicht wesentlich höher.